Ich würde gerne starten, bevor wir in ein neues Thema starten, indem wir uns wirklich die Zeit nehmen, dass wir das, was wir im letzten 1,5 Stunden Block gesehen und gehört haben, nochmal Revue passieren lassen, beziehungsweise vor allem euch die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen, eure Eindrücke irgendwie darzustellen. Denn dieser Workshop, da geht es um Microservices mit Go. Und jetzt habt ihr schon, abgesehen von Detailwissen über die Sprache, einige Inhalte mitbekommen, was denn Go besonders macht, wie er sich anfühlt, Microservices mit Go zu schreiben. Und mich würde sehr interessieren, was ihr darüber denkt, was eure Meinungen sind, welche Fragen euch durch den Kopf gehen, ob ihr das relevant für euch findet, anwendbar. Was geht euch da durch den Kopf? Auch wenn ihr das vergleicht mit euren bisherigen Ansätzen, mit Node.js, Python, C# und so weiter. Okay, darf ich das, was du gesagt hast, jetzt nochmal wiederholen für die Aufzeichnung, weil ich nehme eure Stimme nicht mit auf, aus Datenschutzgründen, aber ich denke, das könnte vielleicht für alle interessant sein und dann würde ich gerne auch was dazu sagen. Also deine Feststellung war, diese Einfachheit, auch die Klarheit des Codes, das gefällt dir, aber Dinge wie Link und so weiter gehen dir schon ab und du hast festgestellt, dass du es auch schön findest, dass in Go das Ergebnis des Bildprozesses im Endeffekt ein Executable ist und man nicht einen Rattenschwanz an DLLs oder Node-Modules mit sich mitschleppt. Ersteres ist definitiv ein, für jemanden, der aus C# kommt, ein Nachteil von Go. Also ja, Link ist auch etwas, was ich sehr, sehr, sehr gerne habe und es geht mir jedes Mal ab, wenn ich Go programmiere. Da bin ich komplett bei dir. Man kann sich helfen, indem man manche Libraries verwendet, aber trotzdem, das ist ein Nachteil, der hoffentlich durch den Vorteil aufgewogen wird, wie du sagst, dass man weniger Magic drinnen hat. Ich denke, viele von uns hatten schon mal die Situation, dass man so ein Link-Query gesehen hat, bestehend aus 6 Zeilen und dann saß man stundenlang da und musste irgendwie rausfinden, was dieses Link-Query denn tatsächlich macht. Also das könnte vielleicht auch für etwas längeren Code sprechen. Zum zweiteren Punkt, hier muss man ganz klar sehen, dass gerade in C#, weil du C# ansprichst, dass Microsoft hier sehr gut auf das hört, was aus der Community kommt. Und wenn du dir die Neuerungen von .NET Core 3.1 ansiehst und auch die Verbesserungen, die in .NET 5 kommen, dann wirst du feststellen, dass .NET und .NET Core sehr viel von Programmierplattformen wie Go sich inspirieren lassen. Ich finde das okay, wenn eine Open-Source-Plattform die andere inspiriert. Was meine ich damit? In .NET Core 3.1 kam die Möglichkeit, dass du als Ergebnis des Bildprozesses in C# eine self-contained .NET-Solution in ein einziges Executable bildest. Das heißt, du kriegst auch in .NET ein einziges Executable, das du ohne Installation einer Runtime am Zielsystem starten kannst. Jetzt ist es, wie ihr vielleicht wisst, natürlich alles ein Trick, ja? Weil in Wirklichkeit ist das ein ZIP-File, das dann zur Laufzeit extrahiert wird, irgendwo im Hintergrund in einzelne DLLs gespeichert wird und dann ausgeführt wird. Aber egal, der Deployment-Prozess ist ein einzelnes Executable, das man einfach ausführen kann. Also C# hat hier einiges gelernt. Das zweite, was C# gelernt hat, ist Trend weg von Reflection. Also C# hat in den neuen Versionen, gerade dann in .NET 5, auch neue Funktionalitäten bezüglich Linking bekommen. Also auch in C# ist es dann möglich, dass man einen Linker anwendet, der nicht verwendete Teile des .NET Frameworks oder auch von Libraries, die man einsetzt, entfernt und dadurch diese Executables kleiner macht. Um das zu ermöglichen, gibt es einen Trend in Sprachen wie C# weg von Reflection und Auflösung Magie zur Laufzeit hin zur Code-Generierung. Ihr habt vielleicht schon gehört von C# Source Generators, auch etwas brandneues, was im Moment in Preview ist, wo Microsoft versucht, das Thema Runtime Dependency Injection zu vermeiden und hinzugehen zu Design Time Dependency Injection, wo Code generiert wird. Etwas, wo Go sehr, sehr stark ist. Go hat einen Code-Generator out of the box eingebaut. Das würde für den heutigen Tag zu weit gehen. Aber man sieht, dass sich die Sprachen hier gegenseitig inspirieren. .NET muss in puncto Einfachheit der Executables, Abhängigkeiten eine Menge von Go lernen.
Go umgekehrt muss eine Menge von C-Sharp lernen. Ich sage nur Generics und ähnliche Dinge. Und ja, die perfekte Lösung, die hat, glaube ich, noch niemand. Aber ja, es trifft sehr gut, was du gesagt hast. Und ich hoffe, das hat jetzt ein wenig dazu beigetragen, dass du siehst, dass C-Sharp sich von Go, sagen wir mal, inspirieren lässt. Ja, ganz positiv ausgedrückt. Und ich meine das wirklich positiv. Das sind zwei kostenfreie Open-Source-Bewegungen. Warum sollen sich die nicht inspirieren? Das Gleiche haben wir auch gesehen, als es den Übergang gab von .NET auf .NET Core, wo das .NET-Team sehr viel von der Node-Bewegung gelernt hat, wie Node mit Dependency-Management umgeht und ähnliche Dinge. Also hier sehen wir, dass sich diese Dinge gegenseitig befruchten. Irgendjemand hat ihm am Beginn gesagt, Angular. Angular ist ja genau das Gleiche. Wenn man sich ansieht, was Angular in letzter Zeit getan hat, in den letzten Versionen, dann gingen viele der Verbesserungen in Angular in diese Richtung, dass das sogenannte Tree-Shaking, so heißt der Linker in Angular, dass dieses Tree-Shaking in der Lage ist, die entstandenen Packages zu verkleinern und nicht benötigte Teile zu entfernen. Auch der neue Compiler Ivy geht ganz stark in diese Richtung, dass das Tree-Shaking noch besser wird. Das heißt, dass die Arbeit wird zur Compile-Zeit vermehrt erledigt und weniger zur Laufzeit erledigt. Und das ist etwas, was Go von Grund auf immer drinnen hatte und dort hat Go traditionell die Stärken. Bitte nicht böse sein, dass ich wenig Analogien zu Python ziehe. Eine Teilnehmerin hat ja gesagt, sie kommt eher aus der Python-Ecke. Da fehlt mir leider das Praxiswissen, da fehlt mir das tiefe Wissen, dass ich hier Analogien zu Python ziehen könnte. Ich habe Erfahrung mit Angular, jemand hat Angular erwähnt. Ich habe Erfahrung mit C-Sharp, jemand hat C-Sharp erwähnt. Daher diese Analogien. Danke für diese Wortmeldung. Sonstige Meinungen, Eindrücke, Überraschungen? Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir fortsetzen. Und wir setzen fort, indem ich erstmal was wiederhole. Nur, dass ihr alle wisst, was ihr wo zu finden habt. Das große Beispiel mit der Web-API, wenn ihr das nachvollziehen wollt, das ist hier in meinem GitHub-Repository zu finden. Wie gesagt, ich nehme ja den Talk auf, das heißt, ihr könnt ins Video reinschauen anschließend oder ihr merkt euch einfach diese URL. Habe ich das schon reingepostet in unser Teams-Meeting? Ich lasse mich kurz kontrollieren. Den Ordner drüber. Ich gebe es zur Sicherheit noch dazu. Ja. Ich habe es jetzt im Teams-Meeting drinnen, da könnt ihr den Link einfach rauskopieren, dann braucht ihr jetzt keinen Screenshot machen. Das Zweite, was wir uns jetzt ansehen werden, ist hier das GoKit-Beispiel. Das kopiere ich euch auch gleich rein in den Teams-Chat hier und da drinnen gibt es wieder so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich jetzt gemeinsam mit euch durchführen werde. Ich warne euch gleich, ja, die Lernkurve, die wir hinter uns bringen in diesem Workshop, die wird tendenziell immer steiler. GoKit ist kein einfaches Framework, wirklich kein einfaches Framework und es wird wahrscheinlich für diejenigen von euch, die noch nicht so viel Programmiererfahrung haben, die noch nicht so viele Programmiersprachen kennen, die sich in diesem Microservice-Umfeld noch nicht so gut auskennen, Schritt für Schritt etwas abstrakter und komplexer. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ja? Man kriegt es hin, versucht einfach mehr und mehr die Konzepte zu verstehen und versucht euch weniger auf die sprachlichen Dinge zu konzentrieren, die euch vielleicht noch schwer fallen. Ja. Für diejenigen, die schon erfahren sind mit Microservices, die das schon in anderen Programmiersprachen gemacht haben, ich denke, ihr werdet die Konzepte von GoKit gut verstehen und recht schnell auch anwenden können. Schön. Letzte Chance für Fragen aus dem letzten Teil. Keine? Gut, alles klar, alles klar. So, schauen wir mal hier kurz rein. Genau. Das Thema des vierten Blocks ist das Thema Microservices mit, wie soll ich sagen, mächtigeren Frameworks. Wir verlassen also jetzt Microservices rein aus der Blickrichtung, wir bauen eine REST-API, wir wollen jetzt echt über Microservices reden, die den Namen auch verdienen.
Jetzt habe ich eine Frage an euch und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen würdet und ihr mir ein wenig ein Gefühl dafür gebt, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, was ihr schon wisst. Angenommen, jemand würde euch fragen, was ist ein Microservice, wenn nicht einfach eine Web-API? Was wäre eine Antwort? Wie würdet ihr Microservices beschreiben? Ich versuche, es ist keine Prüfung, ja, ich versuche nur rauszufinden, was ihr schon wisst. Warum Microservices? Was ist besser mit Microservices als ohne Microservices, wenn wir einfach eine große Lösung schreiben? Man nennt das auch einen Monolithen. Okay, dann lasst mich ein paar Worte vorweg sagen, was Microservices sind und warum man dafür ein Framework braucht in Go. Die Grundidee, da gebe ich mal das hier weg, da brauchen wir nicht vorlesen, da schaut ihr einfach auf mein Bild, das ist am leichtesten so, da kann ich es euch etwas besser erklären. Die Grundidee von Microservices kommt aus einer Welt von großen Unternehmungen, die wirklich sehr große Anwendungen schreiben. Stellt euch vor, ihr habt 200, 300, 400 Entwicklerinnen und Entwickler, die an einer großen Lösung bauen. In den Zeiten vor Microservices haben die 200, 300, 400 Entwicklerinnen und Entwickler an einer großen Codebasis gebaut. Und es gab Abhängigkeiten von allen Teilen zu allen Teilen, zwar schön strukturiert in Schichten und alle diese Sachen, aber es war sehr schwierig, dass ein kleines Team von diesen Hunderten an Entwicklerinnen und Entwicklern vielleicht eine andere Technologie einsetzen wollte, beispielsweise eine neue Version eines Frameworks. Es musste immer alles zusammenpassen, deshalb bezeichnet man sowas ja auch als Monolith. Durch Microservices versucht man, die thematischen Blöcke, und wir reden hier über Business-Themen, nicht über Technik-Themen, die verschiedenen Business-Areas, auch als Bounded Contexts bezeichnet, zu zerschneiden und loser zu koppeln. Das heißt, wir gliedern diese Hunderten an Entwicklerinnen und Entwickler in viele kleine Services, relativ kleine Services. Ein Microservice könnte ein Service sein, das ein Team von 5, 6, 7, 8, 9 Leuten beispielsweise betreut. In dieser Größenordnung reden wir jetzt, ja. Wir gliedern es in viele kleine dieser Services, diese autonomen, schlagkräftigen Einheiten, diese Teams, die selbstständig und selbstverantwortlich Services entwickeln. So gliedern wir unser gesamtes Team. Und wenn diese Services miteinander reden wollen, dann müssen sie das über lose gekoppelte Services machen. Das heißt, sie nutzen REST-APIs, sie nutzen gRPC, sie nutzen Messaging-Systeme, Message-Broker, solche Dinge. Es ist kein Funktionsaufruf mehr. Wenn Team A eine Funktion von Team B braucht, wird nicht einfach ein Function-Call gemacht. Das geht nicht, weil Team B vielleicht Python verwendet und Team A Go und Team C verwendet C#. Das ist es ja, was Microservices ermöglichen wollen. Dadurch, das führt dazu, dass die einzelnen Teams effizienter arbeiten können, weil sie die Technologien und die Frameworks verwenden, die perfekt für ihre Problemstellung geeignet sind. Gesamtheitlich gesehen hat man allerdings eine ganze Menge an Herausforderungen, denn man muss jetzt nicht mehr eine Anwendung am Leben erhalten, sondern vielleicht Dutzende, Hunderte. Man muss nicht mehr dafür sorgen, dass Fehlerbehandlung in einer Applikation richtig funktioniert, sondern ich brauche verteiltes Logging, Monitoring, Telemetrie, wo ich rausfinden muss, wie geht es einem Gesamtsystem, das aus Dutzenden oder Hunderten an Einzelservices besteht. Ich sage immer dazu, das ist wie ein Sack Flöhe. Ja? Man muss irgendwie einen Überblick behalten. Ich habe ganz neue Herausforderungen, wie ich beispielsweise diese Services strukturiere, weil die Mechanismen, die es typischerweise in Programmiersprachen gibt, wie Interfaces und solche Dinge, Early Binding, die gibt es bei loser Kopplung nicht. Es gibt keinen Compiler, der mir einen Warning oder einen Error liefert, wenn ein Team einen Breaking Change in der API einfügt und das andere Team diesen Breaking Change einfach übersieht. Es kommt vermehrt zu Laufzeitfehlern und nicht zur Compile-Zeit zu Fehlern. Das sind alles Herausforderungen, die Microservices nicht nur in einem positiven Licht erscheinen lassen. Microservices machen das Leben schwerer, nicht leichter. Was allerdings Microservices schaffen, ist, sie geben dem gesamten Team mehr Möglichkeiten, auf Änderungen zu reagieren.
Jedes Team kann für sich entscheiden, was die richtige Programmiersprache ist, was das richtige Framework ist für die jeweilige Anforderung. Jedes Team kann für sich entscheiden, wie schnell auf neue Versionen umgestellt werden soll, wie schnell möglicherweise große Sprünge wie .NET auf .NET Core, wie Node.js auf Python oder ähnliches umgestellt wird. Das kann jedes Team für sich entscheiden. Und dadurch als Gesamtes wollen wir schneller werden. Wir nehmen Nachteile in Kauf, aber wir wollen schneller werden als Team. Versteht ihr das? Macht das Sinn? Entspricht das auch eurem Verständnis von Microservices oder seht ihr das anders? Okay, wunderbar. Ich höre sehr oft, und das ist mein letzter allgemeiner, Kommentar, ich höre sehr oft Aussagen in eine Richtung, wo man sagt, Microservices sind das Allheilmittel, weil wir dann plötzlich unabhängig deployen können. Und man übersieht manchmal, dass das Deployment und der Betrieb einer Microservice-Architektur deutlich komplexer ist wie der Betrieb eines Monolithen. Umgekehrt höre ich oft, dass Microservices unmöglich zu betreiben sind und man auf jeden Fall zurückgehen soll zum Monolithen. Man übersieht aber, dass der Monolith im Lauf der Zeit zu einem sich nicht mehr bewegenden und steuerbaren Schlachtschiff wird, riesengroßen Ozeantanker, der kaum mehr die Richtung wechseln kann. Wenn der mal in Fahrt ist, dann war es das. Also mit Dynamik und Agilität hat das absolut nichts mehr zu tun. Die Realität ist, wir geben gewisse Vorteile auf, um gewisse Nachteile zu vermeiden. Ja, das ist die Idee von Microservices. Und REST APIs sind eine Möglichkeit, wie man Microservices implementiert. Und das ist auch gut, wenn man eine überschaubare Anzahl an Microservices hat. Aber wenn man ein sehr großes System baut, das aus einer wirklich großen Anzahl von Microservices besteht, dann braucht man typischerweise spezielle Mechanismen für den Betrieb und das Integrieren von Microservices, die nicht ganz so trivial sind. Ich gebe euch Beispiele. Ich brauche ein zentrales Logging, Monitoring und Telemetriesystem. Das heißt, ich muss, um das Gesamtsystem überwachen zu können, an einer zentralen Stelle alle Logs sammeln, die analysieren können und sehr schnell die Fehlerursache in einem verteilten System suchen können. Dafür brauche ich in irgendeiner Form Framework-Unterstützung, denn da gibt es Standards, Prometheus zum Beispiel, in der Cloud Native Foundation, das will ich nicht selbst entwickeln. Oder, anderes Beispiel, das sogenannte Circuit Breaker Pattern. Wenn ich heute einen Microservice aufrufe und dieses Microservice liefert mir einen Fehler, dann will ich nicht in einer sehr, wie soll ich sagen, naiven Art und Weise, in einer Endlosschleife, ohne Waiting, dieses Ding jetzt überfluten mit Requests, weil was mir dann passiert ist, wenn das Microservice sich wieder erholt und wieder hochkommt, dann stürmen hunderte andere auf es zu und so sagen sie, ey, ich brauch dich und es stürzt schon wieder ein. Ja? Das Circuit Breaker Pattern heißt, wenn ich erkenne, dass ein Service nicht funktioniert, dann sollte ich es eine Zeit in Ruhe lassen und dann erst langsam wieder Requests hinschicken, weil ich sonst die Gefahr habe, dass ich durch das Wiederanlaufen des Microservice das Microservice erst recht wieder überlasse und wieder in die Knie zwinge. Typisches Beispiel sind IoT-Lösungen. Da werden auf irgendwelchen IoT-Geräten Daten gesammelt, der zentrale Server stirbt. Die IoT-Geräte sammeln die Daten in irgendeinem Cache und wenn der Server wieder hochkommt, dann wollen alle IoT-Geräte gleichzeitig ihre Daten dorthin schicken und schon stirbt der Server wieder und dann kriege ich ihn nie wieder hoch. Das Circuit Breaker Pattern ist ein typisches Pattern, das man hier einsetzt und das will ich eigentlich nicht selbst programmieren. Da hätte ich gerne ein Framework, das genau solche Patterns out of the box schon eingebaut hat, dass ich nur noch den Aufruf mache und irgendeine Schicht in diesem Framework übernimmt diese Cross-Cutting-Concerns. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele, die man einsetzen muss, wenn man Microservices baut. Das hier heute ist kein Microservice-Talk. Ja, wir könnten einen eigenen Mehrtages-Workshop über Microservices machen, den mache ich auch regelmäßig mit Kunden, wo wir nur konzeptionell über die Herausforderungen von Microservice-Systemen reden. Heute wollen wir uns insbesondere mit der Umsetzung von Microservices mit Go beschäftigen. Und hier gibt es, und jetzt kehre ich wieder zurück zu dieser Liste hier, bei Go, mache ich das Bild wieder etwas kleiner, eine große Liste
an Frameworks, die sich genau mit diesem Thema verteilte Systeme auseinandersetzen. Was Microservices betrifft, möchte ich insbesondere zwei hervorheben. Nämlich auf der einen Seite haben wir den GoKit hier. Das ist das, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Das ist ein sehr gut bekanntes Framework und ihr braucht nur auf die Kennzahlen schauen. 18.000 Stars, 1.400 Commits, relativ aktuell. Wenn wir da runter scrollen, dann werden wir sehen, ja, das ist wirklich etwas, was gut gepflegt ist und von vielen verwendet wird. Ein zweites System nennt sich GoMicro, das haben wir hier. 14.000 Stars, 3.600 Commits. 8 Hours Ago, letzte Erweiterung. Das ist ein zweites, sehr weit verbreitetes Microservice-System. Von der Philosophie her geht es bei GoMicro ganz stark dafür, geht es ganz stark in die Richtung, dass man sagt, hey, ich hätte gern ein Framework, das alles, was ich brauche für ein verteiltes System, out of the box mitbringt. Ja, da wird sehr viel, ich will nicht sagen nachprogrammiert, aber es ist kompletter. Während GoKit von der Idee her etwas ist, wo man sagt, wir wollen die Probleme nicht alle neu erfinden und neu lösen, sondern wir wollen uns möglichst gut integrieren. Und wenn wir hier mal etwas runterschauen, dann werden wir sehen, dass sich dieses Ding wunderbar in diverseste Frameworks integriert und Support beinhaltet für sehr viele Projekte aus der Cloud Native, aus der Cloud Native Welt zum Beispiel. Ihr seht an dieser Stelle hier auf der Webseite von GoKit, mit welchen Systemen sich GoKit besonders gut versteht. Dinge wie Kubernetes, Docker, Docker Swarm, Heroku oder Dinge, die hier nicht draufstehen, wie beispielsweise Consul. Das sind Projekte, für die GoKit Out-of-the-Box-Unterstützung eingebaut hat. Und man kann sich ein wenig mehr auf die Implementierung der Geschäftslogik implementieren und muss nicht dieses Andocken an all diese Projekte, meistens Cloud-Native-Projekte, selbst kümmern. Das zweite, was der GoKit bietet, ist, er bietet eine Möglichkeit, dass man die Geschäftslogik von der Transportschicht entkoppelt. Das heißt, man konzentriert sich, man bekommt ein Framework, eine Anleitung, wie man den Code zu strukturieren hat, damit Geschäftslogik, die Geschäftsendpunkte, also die Kommunikation nach außen und die Transportschicht voneinander getrennt sind. Transportschicht wäre HTTP RESTful Web API oder gRPC. Ja, das ist es, was man hier trennen will. Das ist ganz ähnlich wie bei ASP.NET Core, wo das ebenfalls so ist, dass man, wenn man ein Projekt richtig aufsetzt, man über eine Geschäftslogik mehrere Protokolle wie gRPC, RESTful Web APIs oder auch SignalR oder ähnliche Projekte drüber stülpen kann. Und hier bietet GoKit einige vorgefertigte Mechanismen, aber allen voran eine empfohlene Strukturierung des Codes, über den wir heute reden werden. Wann würde ich ein System wie GoKit oder GoMicro verwenden im Vergleich zu einer reinen REST API? Ich würde auf ein Framework wie GoKit oder GoMicro zurückgreifen, wenn ich in einem Unternehmen arbeiten würde, das aus einer Vielzahl von Microservices besteht und eine nennenswert große Anzahl dieser Microservices in Go geschrieben wird. Die Stärken von GoKit, GoMicro und so weiter, die spielt es besonders dann aus, wenn wir viele Microservices in Go haben, die miteinander reden. Ja. Wenn ihr auf der einen Seite ein kleines Microservice in Go habt und dann habt ihr viele Microservices in .NET und auch noch Microservices in Node.js und ein komplett heterogenes Bild, dann natürlich könnt ihr in Go GoKit verwenden. Aber ihr werdet zum Teil nicht so viel davon profitieren können. Ein weiteres Beispiel, wo ich sagen würde, GoKit liefert jetzt, kann jetzt nicht alle seine Stärken ausspielen, ist, wenn ihr eine Cloud-Native-Lösung bauen wollt, die wirklich abgestimmt ist auf einem ganz bestimmten Cloud-Anbieter, nehmen wir Microsoft Azure her oder die Google Cloud, und ihr möchtet eigentlich nicht auf Systemen wie Kubernetes aufbauen. Kubernetes ist euch zu weit unten. Ihr möchtet gerne die nativen Funktionalitäten des jeweiligen Cloud-Anbieters nutzen.
auch dann wird euch in einem System wie GoKit werden euch Funktionalitäten fehlen. Für manche Clouds, Stichwort Heroku, gibt es selbstverständlich Integrationen, aber nicht für alle Clouds. Da muss man sich dann ansehen, was ist drinnen und was ist nicht drinnen. Würde ich GoKit als Default ansetzen, dass ich immer sage, ich nehme GoKit, wenn ich ein Microservice in Go schreibe? Auf keinen Fall. Es gibt drastische Nachteile von GoKit. Ich persönlich finde die Dokumentation von GoKit, sagen wir mal, freundlich ausbaufähig. Gleiches gilt für GoMicro. Ja. Sehr viel basiert auf Beispielen, die da sind. Also ihr müsst euch durch Beispielcode plagen. Es gibt relativ wenig konzeptionellen Content. Man kann das bei weitem nicht vergleichen mit dem Rest des Go-Ökosystems oder gar einer Dokumentation von ASP.NET Core oder Node.js oder Ähnlichem. Also es ist schon, wie soll ich sagen, ihr müsst Code lesen, um zu verstehen, wie GoKit funktioniert. Ja, so eine angenehme Einführung mit Schritt-für-Schritt-Erklärungen, umfangreichen konzeptionellen Erklärungen, die werdet ihr leider nicht finden in diesem Umfeld. Da kenne ich auch kein Microservice-Framework von Go, das diese Anforderungen erfüllen würde. Okay, genug Theorie. Ich würde vorschlagen, legen wir los und bauen wir unser kleines Microservice, das wir ja bereits im ersten Teil des Nachmittags gebaut haben, aber dieses Mal bauen wir es mit GoKit. Dann könnt ihr euch selbst einen Überblick verschaffen und ihr könnt selbst euch eine Meinung bilden. Bitte unterbrecht mich, wenn ihr über Dinge diskutieren wollt, wenn was nicht klar ist. Wir werden sehen, wie wir vorwärts kommen. Gut. So, als erstes, ja, kennen wir schon, Go Mod Init. Ich lebe unter github.com, rstropic, Golang, Samples, Go Kit Live. So nenne ich dieses Ding mal. Gut, damit haben wir ein Go Mod File, das haben wir jetzt schon oft gemacht. Und dann habe ich hier noch ein paar Go Gets, die installieren den Go Kit. Wir werden weiterhin unseren Gorilla Max verwenden. Wir werden unsere UUID und unser Decimal Support hinzufügen, weil wir das ja in unserem Kundenprojekt, also in unserer Kundenstruktur drinnen haben. Und ab jetzt arbeiten wir nach dem Prinzip von Go Kit. Wir werden jetzt nicht einfach hergehen und eine riesengroße Main-Datei schreiben und dort einen Spaghetti-Code aus Business-Logik und HTTP-Händlern und sonst etwas schreiben, sondern wir folgen dem Schichtenkonzept von GoKit, um hier schichtweise die verschiedenen Aspekte zu unserem Programm hinzuzufügen. Nummer 1, wir fügen unsere Business-Logik hinzu. CustomerService.go. Ziel dieses Customer Service ist es, dass wir rein die Geschäftslogik unseres Repositories implementieren. Das nimmt keine Rücksicht auf irgendwelche Transportprotokolle, gRPC, HTTP oder ähnliches. Das nimmt keine Rücksicht auf irgendwelche nach außen verfügbaren Requests oder Responses. Das ist pure Business-Logik. Das ist in dieser Form nicht nach außen erreichbar. Wir müssen dieses Ding erst in einem zweiten Schritt mit Endpunkten nach außen erweitern. Den entsprechenden Code habe ich vorbereitet und wir können große Teile davon einfach ignorieren. Die Customer Struct kennt ihr schon, können wir ignorieren. Das Customer Service hier besteht aus den verschiedenen Methoden getCustomers, Mehrzahl, getCustomer, Einzahl, addCustomer, deleteCustomer, patchCustomer. Die entsprechenden Parameter, was ihr hier seht, sind die, die wir vorher auch gesehen haben, zumindest so ähnlich. Das hier, über das müssen wir noch reden. Ja, die Customer Repository Struktur kennen wir, die Factory Funktion kennen wir und unsere Methoden, die dann tatsächlich die Business Logik implementieren, die kennen wir ebenfalls. Alle diese Methoden nehmen keine Rücksicht auf die Transportschicht. Das ist rein Business Logik. So, ein paar Dinge habe ich hier sehr wohl eingebaut, die wichtig sind für eine größere Lösung und die noch Neuigkeitswert haben, wenn man so will. Nummer 1, ihr seht an dieser Stelle, habe ich eine Reihe von Variablen deklariert und auch mit einem Wert versehen und habe sie mit einem Namen versehen.
Könnt ihr euch erinnern, ich habe mal drüber gesprochen, was denn ein Error-Objekt in Google, in Go ist? Das ist ein Objekt, das das Error-Interface implementiert, und das Error-Interface beinhaltet eine einzelne Methode, die Methode Error, die einen String zurückgibt, die String-Repräsentation des Fehlers. Und was ich hier tue, ist, ich lege mir einzelne Fehlerobjekte an, die mit einem jeweiligen Text versehen sind, und wann immer meine Methode einen Fehler zurückgeben will, gibt sie dieses Objekt zurück. Denn dann kann der Aufrufer erkennen, dass an dieser Stelle genau dieser Fehler aufgetreten ist und muss nicht auf den Text schauen. So, das klingt jetzt furchtbar kompliziert. Lasst mich zeigen, was ich damit meine. Ich gehe mal hier zu den References. Na, komm schon. Error given customer ID. Da haben wir es, genau. Wenn dieser Fehler auftritt, dann geben wir jetzt nicht einfach nur Error zurück, sondern wir geben ein bestimmtes Error-Objekt zurück, nämlich das hier an dieser Stelle. Wir geben also nicht irgendeinen HTTP-Bad-Request zurück, sondern ein bestimmtes Error-Objekt. In C-Sharp wäre die Analogie zu diesem Ding hier eine Custom Exception Class. Nur wir brauchen in Go keine eigene riesengroße Custom Exception Class zu schreiben, sondern wir können einfach diese Hilfsfunktion verwenden, um ein Error-Objekt zu generieren. Wenn wir eine komplexere Error-Struktur brauchen, die zum Beispiel auch zusätzliche Daten mit sich bringt, dann erstellen wir dafür eine eigene Struktur, seht ihr hier, und implementieren für diese Struktur, ihr seht das hier, einfach das Error-Interface, indem wir eine Error-Methode hinzufügen, die String zurückgibt. Das hier wäre also ein komplexerer Error-Typ, der nicht nur durch einen String repräsentiert wird. Das wäre wieder in Analogie zu C-Sharp eine individuelle Exception-Klasse. Simple things must be simple, complex things must be possible. Das ist wiederum eine Anwendung dieses Prinzips. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine? Ja? Das übersehen viele Einsteiger in Go, dass man in Go Fehler nicht einfach immer nur als Text repräsentiert. Wenn ihr einfach jedes Mal errors.new zurückgibt, gebt ihr jedes Mal ein anderes Error-Objekt zurück. Das ist der richtige Weg, wie man zentralisiert in einer Geschäftslogik klar verschiedene Fehlerkategorien voneinander unterscheidbar macht. Okay, schön. Und der letzte Punkt, der hier noch drinnen ist, über den wir kurz reden müssen, ist dieser Teil hier. Der Kontext. Das sprengt leider den heutigen Zeitrahmen. Das habe ich nicht eingeplant, genau darauf loszugehen. Der Kontext ist ein Standardmechanismus von Go. Mit dem kann man Informationen über den aktuellen Kontext bei einer Web-API, wäre das der Aufruf der API, an einer zentralen Stelle durch die gesamte Aufrufkette durchgehen. Was steckt da zum Beispiel drin? Da stehen Informationen drinnen wie Cancel Informations. Dadurch kann ich, wenn ich den Kontext durch alle Schichten durchgebe, kann ich auf einer obersten Ebene einen Request canceln, und dieser Cancel-Request kann bis runter auf die Business-Logik entsprechend berücksichtigt werden. Das ist die Idee, warum hier dieser Kontext verwendet wird. Das ist nur ein Anwendungsfall von diesem Kontext. Ich kann den Kontext auch verwenden, um andere Daten von oben nach unten durch den ganzen Call-Stack durchzutransportieren. Best Practice beim GoKit ist, dass der Kontext, der Go-Kontext, durchgegeben wird bis hin zur Business-Logik. Ich verwende ihn an dieser Stelle nicht in diesem einfachen Beispiel, aber es sollte konzeptionell jetzt klar sein, was dieses Ding tut, und ich habe euch hier an dieser Stelle einen Link zu weiterführenden Informationen dazugegeben. Okay, damit haben wir auch diesen Teil behandelt. Was möchte ich, dass ihr euch mitnehmt von dieser ersten Schicht im GoKit? Pure Business-Logik. Keine Rücksicht auf irgendwelche veröffentlichten Services oder Transportmechanismen.
ideal, um sich darauf zu fokussieren, was man im Hintergrund wirklich machen will und natürlich genau die Stelle, wo auch dann Unit-Tests aufsetzen würden. Fragen bis hierher. Nächste Schicht, wenn man so will, das sind die sogenannten Endpoints. Lasst mir den Code reinkopieren und dann müssen wir über diese Endpoints reden. Die sind jetzt konzeptionell komplett neu, die hatten wir bis jetzt noch überhaupt nicht. Ja. Diese Endpoints, machen wir das etwas kleiner hier, ach, ich kann es eigentlich weggeben, das brauchen wir im Moment noch nicht. Diese Endpoints, das sind jetzt tatsächlich die API-Endpunkte, die wir nach außen veröffentlichen wollen. In unserem Fall schreiben wir ja eine RESTful Web API. Das heißt, die Endpunkte, die wir nach außen anbieten, entsprechen ziemlich genau der Struktur unserer internen Business-Logik-Schicht. Intern implementieren wir GetCustomers. Na, natürlich gibt es einen GetCustomers-Endpoint. Intern implementieren wir AddCustomers, AddCustomer. Natürlich implementieren wir einen Add-Customer-Endpoint. Das ist die Grundidee von RESTful Web APIs, dass die API nach außen über dieses Protokoll veröffentlicht wird. Das müsste aber nicht so sein. Wir könnten Endpunkte anbieten, die wesentlich abstraktere Services implementieren und diese Endpunkte müssten wir dann in dieser Schicht unseres Go-Kits auf die zugrunde liegende Geschäftslogik mappen. Wir haben hier nur 1,5 Stunden für GoKit, daher dieses nahezu 1:1 Mapping. Aber ich denke, ihr könnt euch vielleicht mit etwas Fantasie schon vorstellen, dass das durchaus sich unterscheiden könnte. Wie gliedert man jetzt diese Endpunkte? Diese Endpunkte gliedert man so, dass man hier einen Typ baut, der die Möglichkeit bietet, dass ich mir hier jeden einzelnen Endpunkt holen kann. Was ist jetzt so ein Endpunkt im Sinne von GoKit? Der Endpunkt im Sinne von GoKit ist eine Funktion, die einen Kontext entgegennimmt, über den Kontext habe ich gerade gesprochen, einen beliebigen Request entgegennimmt und einen beliebigen Response zurückgibt und optional einen Fehler. Wow, das ist jetzt eine sehr, sehr allgemeine Definition eines Endpoints. Das Besondere, was euch jetzt vielleicht noch Kopfschmerzen bereitet, ist diese Struktur, die man leider in Go sehr, sehr häufig sieht und die ein negativer Aspekt der Sprache ist. Sie ist Ausfluss dessen, dass es in Go keine Generics gibt. Versuchen wir zu verstehen, was hier gerade steht. Hier steht ein leeres Interface. Könnt ihr euch erinnern, was ein Interface in Go ist? Ich sage nur, Moment, Quark, 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 Ducktyping, wenn es watschelt und quakt, ist es eine Ente. Das war Interface. Wir hatten ein Interface etwas früher im Training, wo ich gesagt habe, ein Interface Shape und dort haben wir eine Methode vorausgesetzt, Area, die zur Flächenberechnung gedient hat. Solange ein Ding Area-Methode implementiert, ist es ein Shape. Ja, aber jetzt schaut euch mal dieses Interface an der Stelle an. Das ist leer. Das setzt nichts voraus. Überhaupt nichts. Ja, wer implementiert ein Interface, das nichts voraussetzt? Antwort: Alle. Jeder kann nichts. Das ist jetzt eine schöne Aussage, oder? Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ja? Jeder implementiert das leere Interface. Es ist relativ leicht, das leere Interface zu implementieren, weil man nichts können muss. Und das ist es eigentlich, was hier gesagt wird. Hier an dieser Stelle sagt man, der Request ist eine beliebige Struktur. Jede Struktur, jeder Typ kann ein Request sein. Gleiches gilt für ein Response. Jeder Typ kann ein Response sein. Das leere Interface ist ein Platzhalter für alles. In C#, in TypeScript, ich glaube auch in Python, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ja? Dann bitte korrigiert mich. Nein, ich sage lieber nichts, das ist gefährliches Halbwissen. Vergesst, was ich über Python gesagt habe. In C#, in TypeScript, in C++, in Rust würde ich hier einen generischen Typ verwenden.
Ich würde sagen, das ist ein Typparameter, ihr wisst das, C-Sharp, Eck in Spitzklammer T oder so etwas. Da würde ich hier Generics verwenden. In Go gibt es keine Generics. Und daher können wir nur sagen, TypeScript any C-Sharp Object. Ja, irgendetwas untypisiert. Das ist es, was ein Endpoint ist. Wir haben also hier eine Sammlung von Endpoints, die einen Request-Parameter reinbekommen, irgendwas, und einen Response-Parameter und einen optionalen Fehler zurückgeben. Und es ist Aufgabe der verschiedenen Endpoint-Implementierungen, den eingehenden Request zu interpretieren, zu kontrollieren, dann die entsprechenden Business-Logik-Methoden aufzurufen und aus den Ergebnissen der Business-Logik-Methode den Response zu bauen und den zurückzugeben. Was man daher braucht, und ich habe das hier ganz ans Ende reingeschrieben, man braucht für jeden Endpunkt eine Request-Struktur und eine Response-Struktur. Die sehen wir hier. GetCustomersRequest ist eine Struktur, die die Order by, die den Order by String entgegennimmt, und eine Response liefert zurück CustomerArray und einen optionalen Fehler. Und das haben wir im Wesentlichen, diese Paarung aus Request und Response, haben wir für jeden einzelnen Endpoint. Ja? Und der Code, den wir auf dieser Schicht schreiben, sieht strukturell immer gleich aus. Entschuldigung, muss kurz Schluck trinken. Wir bekommen einen Request und müssen diesen Request interpretieren. In diesem Fall machen wir einen Typecast in Go. Das heißt, wir überprüfen, ob in diesem Fall beim GetCustomers der Request, der hier reinkommt, auch tatsächlich ein GetCustomersRequest ist. Ich ignoriere eventuelle Fehler an dieser Stelle. Dann rufen wir die Business-Logik-Schicht auf unser Service. Das kann jetzt so trivial sein, dass es ein 1-zu-1-Mapping gibt aus unserer Business-Logik und unserem Endpoint. Das kann aber auch komplexer sein, wenn wir Business-Logik haben, die nicht 1-zu-1 dem Endpoint entspricht. Wenn ich mir jetzt was aus den Fingern sauge, stellt euch vor, ihr habt einen Produktkatalog online und es gibt einen Service, das kann die Produktbeschreibung in einer gewissen Sprache ermitteln. Dann habt ihr ein anderes Business-Logik-Service, das kann das Produktbild ermitteln. Ihr habt ein anderes Service, das ermittelt den Preis. Ihr habt ein anderes Service, eine Geschäftslogik, die ermittelt die Kundenbewertung. Dann könntet ihr mit einem einzigen Request GetProduct auf der Endpoint-Ebene hier in der Mitte eine Vielzahl an Business-Logiken aufrufen. Ja, das wäre die Idee dahinter. Das wäre ein Beispiel, wo ein Endpoint auf mehrere Services gemappt würde. Und am Ende mappen wir das Ergebnis, das wir zurückbekommen haben von unserer Business-Logik-Funktion, wieder auf einen Response auf Ebene des Endpoints. Immer noch ist es so, dass wir hier nicht über Transports nachdenken. Es ist noch immer vollkommen irrelevant, ob dieser Endpoint über HTTP, über gRPC, über eine eingehende Message in einem Servicebus oder RabbitMQ oder Kafka oder sonst irgendetwas aktiviert wird. Es ist ganz allgemein eine Schicht, wo ich die Möglichkeit habe, abstrakte API-Endpunkte auf meine Business-Logik zu mappen. So, und in meinem Fall habe ich hier einfach viele Hilfsfunktionen, die jeweils aus der Business-Logik so einen Endpoint bauen. Make get customers, make get customer, make add customer, make delete customer, make patch customer. Und da unten haben wir jetzt die entsprechenden Request- und Response-Strukturen. So, das war jetzt eine Menge Information. Fragen, Anmerkungen, was geht euch da durch den Kopf, wenn ihr das so seht? Macht das Sinn, was ich euch da erzähle? Ist das nachvollziehbar, konzeptionell? Okay. Du hast sehr freundlich ausgedrückt, aber doch zwischen den Zeilen ein wenig Kritik geäußert, und das ist auch gleichzeitig eine der, nicht alle Leute sind so
diplomatisch wie du. Viele Leute sind da etwas direkter. Und die Leute, die direkter sind, sagen, hey, seid ihr wahnsinnig? Ich werde doch sicher nicht für eine einfache REST-API so viel Boilerplate-Code schreiben. Und das ist auch definitiv richtig. Ja. Deshalb habe ich gemeint, GoKit ist schon eine große Kanone, mit der wir besser nicht auf Spatzen schießen, weil sonst schreiben wir wirklich sehr viel Boilerplate-Code, den wir vielleicht gar nicht brauchen. Insofern danke für den Hinweis. Hinreichende Komplexität ist hier definitiv notwendig. Wenn es sonst keine Anmerkungen gibt, wagen wir den Schritt auf die nächste Zwiebelschichtebene. Okay, wagen wir das. Customer Transport. So, ihr könnt schon erraten, was als nächstes dazu kommt. Jetzt wird es interessant, denn jetzt müssen wir tatsächlich unsere Transportschicht implementieren. Das ist jetzt das, wo wir uns entscheiden müssen. Machen wir gRPC, machen wir REST API, machen wir GraphQL, machen wir OData, machen wir, keine Ahnung, JSON API oder was auch immer. Erst jetzt entscheiden wir, welches Transportprotokoll wir nutzen. Grundsätzlich könnt ihr ganz eigene Transportprotokolle in diesen GoKit hinein implementieren. Und natürlich kann ein und dieselbe GoKit-Applikation mehrere Transportprotokolle für die gleichen Endpoints anbieten. Das ist genauso wie bei ASP.NET Core. Auch dort, verzeiht mir, wenn ich immer die Analogie zu ASP.NET Core bringe, weil das kenne ich sehr gut, gilt übrigens bei Node.js ganz genauso. Auch dort kann ich eine Business-Logik implementieren und mehrere Protokolle in derselben Applikation implementieren. Und hier schauen wir uns jetzt exemplarisch, weil wir ein durchgängiges Beispiel haben wollen, an, wie man eine HTTP-basierte API, genau die API, die wir vorher auch hatten, wie man die implementieren kann. Im Wesentlichen ist es ganz ähnlich wie die Web API, die wir schon vorher in unserer Applikation gesehen haben. Wir verwenden nämlich hier unseren guten alten Freund, den Gorilla Max. Das ist unser Router. Wir holen uns hier die entsprechenden Endpoints. Könnt ihr euch erinnern, was die Endpoints sind? Die Endpoints, das sind die Dinge, die die Requests entgegennehmen, an die Business-Logik weitergeben und in Responses zurück umwandeln. Und dann dann umschließen wir diese Endpoints mit einer Transportschicht. Und diese Transportschicht, die spricht dann im Endeffekt HTTP-Handler. Könnt ihr euch erinnern, das, was wir im ersten Nachmittagsblock immer wieder hatten? Response Writer und der Request, der reinkommt. Diese Funktionssignatur. Genau das machen wir an dieser Stelle. Wir verwenden den Gorilla Max, um zu definieren, wir wollen ein Get of Customers implementieren. Und dann geben wir hier an den Endpoint, den wir aufrufen wollen. Und wir müssen wiederum zwei Funktionen angeben, die in der Lage sind, eine Typumwandlung durchzuführen. Diese Funktionen haben nämlich jetzt die Aufgabe, dass sie das Wire-Format, in unserem Fall JSON, in das Request-Objekt umwandeln, das wir dann an den Endpoint weitergeben können. Umgekehrt, die EncodeResponse-Methode ist dazu da, dass sie den Response aus der Endpoint-Schicht umwandeln in das Wire-Format, zum Beispiel JSON, das wir dann an den Response-Writer von Go weitergeben können. Das ist Aufgabe dieser beiden Callbacks, dieser beiden Funktionen. Schauen wir uns das an, damit wir das auch wirklich verstehen. Die DecodeRequest-Methode, ich sage hier Peek into Definition, da haben wir die DecodeGetCustomersRequest-Methode. Und alles, was die tut, ist, sie holt sich in diesem Fall über den Gorilla Max, über den Multiplexer, den optionalen Query String Parameter und packt ihn in das Order By Property von unserem Get Customers Request. Dieser Get Customer Request geht jetzt an den Endpoint, Get Customers Endpoint, den wir hier an dieser Stelle sehen. Dort nehmen wir das Order By und übergeben es an die Geschäftslogik Get Customers. So, das haben wir
hier GetCustomers, die ist irgendwo da unten implementiert. Genau, das ist der Code, der jetzt wirklich reingeht in das Dictionary und auch die entsprechende Order-By-Logik beinhaltet. So, jetzt kehren wir zurück. Jetzt sind wir wieder hier auf Endpoint-Ebene. Das Ergebnis wird jetzt verpackt in so einen Endpoint-Response. Und das Ganze, wenn ich jetzt noch weiter raufgehe, wandert dann in das Encoding und dieses Encoding geht jetzt her und verwendet den JSON-Encoder, um die Antwort auf der Leitung, also das Wire-Encoding, dann tatsächlich durchzuführen, damit das dann auch wiederum über den Go-Web-Server zurückgeht an den Client. Genau das gleiche Prinzip können wir jetzt überall anwenden. Wir brauchen einen Endpoint und wenn wir heute gRPC verwenden, dann würde dieses Ding hier natürlich nicht JSON dekodieren, sondern es würde Protobuf dekodieren. Umgekehrt, das Encode würde keine In-Memory-Datenstruktur in JSON umwandeln, sondern es würde ein Protobuf Serializing durchführen, weil das Wire-Format bei gRPC Protobuf ist und nicht JSON. Möchtet ihr eine XML-basierte API, na dann dekodiert und enkodiert ihr eben XML, was immer ihr machen wollt. Die Transportschicht kümmert sich um das Wire-Format und es kann mehrere Transportschichten für ein und denselben Endpoint geben. So, wenn ich da runter scrolle, dann seht ihr, das sind unsere ganzen APIs, das sind die ganzen Decode-Decode-Decode-Funktionen und die ganzen Encode-Encode-Encode-Funktionen. Die Geschäftslogik, das beispielsweise, lasst mich hier suchen, die Geschäftslogik, dass beispielsweise nach einem erfolgreichen Delete-Customer ein HTTP-No-Content-Response, also HTTP-Status-Code 204 zurückgegeben wird, das ist Sache der Transport-Logik. Und dementsprechend ist diese Logik an der Stelle implementiert. Dadurch, dass wir hier eine sehr abstrakte Definition von Endpoints haben, das war der Kollege hier, ja, könnt ihr euch erinnern, Endpoint, das war das beliebige Input, beliebige Output, können wir diese Schicht Customer Transport auch wunderschön Unit testen. Wir brauchen die Endpoint-Schicht, die drunter liegt, nur wegmocken und können die Geschäftslogik in der Transport-Schicht gesondert Unit testen. Gleiches gilt für den Endpoint. Wir mocken einfach die Geschäftslogik auf der Service-Ebene weg und können dadurch die Endpoint-Logik testen. Auf der Service-Ebene sind wir sowieso auf der untersten Zwiebelschicht. Na und dort gehen wir dann einfach her und testen die pure Geschäftslogik, eben die Service-Logik. Diese Zwiebelschichten, Onion-Prinzip, das ist Kern, und das solltet ihr mittlerweile verstanden haben, Kern der Grundidee von GoKit. Fragen bis hierher. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Also wir haben noch nicht die äußerste Zwiebelschicht erreicht. Ich schalte mal das Licht ein bei mir, Sekunde, sonst wird es etwas finster. Wir haben nicht das beste Wetter heute hier, sehr grau. So. Fragen? Kompliziert? Viel Code? Ja, gebe ich zu. Daher richtigerweise die Anmerkung von Christian über die notwendige Komplexität für eine simple Web-API mit, keine Ahnung, 10 HTTP-Endpunkten und, keine Ahnung, ein paar hundert Zeilen Code, vielleicht etwas übertrieben, vielleicht aber auch passend. Kann schon sein. So, next one. Customer Middlewares. Die Middlewares sitzen jetzt nochmal als Zwiebelschicht über der Transportschicht drüber und funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie das, was wir schon im ersten Nachmittagsblock gesehen haben. Hier kann ich HTTP-Handler-Funktionen ineinander verschachteln. Lasst mich wieder etwas Beispielcode, den ich für euch zusammengestellt habe, reinkopieren. Keine Angst, das wird jetzt etwas weniger. Und dann werden wir schon sehen, was das tut. Das hier ist jetzt eine Logging-Middleware. Das ist eine Custom-Logging-Middleware und natürlich bietet GoKit hier einiges out of the box. Aber ich denke, wenn man hier eine Custom-Logging-Middleware hinzufügt, dann sollte es klarer sein, was Middleware bedeutet. Eine Middleware, seht das hier, ist nichts anderes
als, in diesem Fall ist es eine Middleware auf Service Layer Ebene. In diesem Fall gehen wir her und sagen, okay, wir haben eine Logging Middleware, die wir über das Customer Service drüber stülpen können. Und wenn wir eine Middleware über die Business-Logik, das Customer Service drüber stülpen wollen, muss natürlich die Middleware selbst das gleiche Interface implementieren, das die Business-Logik auch implementiert. Lasst mich zeigen, was ich meine. Die Business-Logik hat implementiert ein Interface, das seht ihr hier, namens Customer Service. Ein Customer Service ist eine Struktur, die diese gezeigten Methoden implementiert. Wenn wir jetzt eine Logging Middleware über dieses Customer Service drüber stülpen wollen, dann ist alles, was wir zu tun haben, eine Struktur zu bauen, die selbst wieder dieses Interface implementiert. Wie machen wir das? Na, indem wir schlicht und einfach das Interface implementieren und einen Pointer, eine Referenz auf die zugrunde liegende Zwiebelschicht entgegennehmen. Das heißt, wir umschließen das Service, schreiben etwas Login-Code vorne ran, rufen danach von der nächsten Zwiebelschicht das GetCustomers auf und übergeben ihm die entsprechenden Parameter. Und auf diese Art und Weise können wir jetzt verschiedene Cross-Cutting-Concerns rund um jede Schicht in GoKit schließen. Wir können sagen, wir legen eine Cross-Cutting-Concern wie Logging oder Security oder Telemetriedaten, wie schnell Performance-Daten aufzeichnen, die legen wir einfach rund um die Business-Logik oder rund um die Endpoints oder rund um die Transports. Es ist nur wichtig, dass diese Schichten immer die gleichen Interfaces nach außen anbieten. Die Services implementieren das Service-Interface, die Endpoints implementieren das Endpoint-Interface. Naja, und über die Transport-Schicht haben wir schon gesprochen, das ist Standard Go mit Request und Response Writer. Irgendjemand muss jetzt die tatsächlichen Zwiebelschichten miteinander verheiraten. Irgendjemand muss jetzt irgendwo wirklich sagen, ganz unten steckt diese Implementation der Geschäftslogik, rundherum umschließt sich diese Logging-Middleware, rundherum arbeitet dieser Endpoint und rund um das arbeitet dieses Transport-Ding. Und das macht schlussendlich die Main-Methode. In komplexen Applikationen gliedert man die natürlich auch noch weiter auf. Das heißt, jetzt sind wir endlich in der äußersten Zwiebelschicht angekommen und können tatsächlich die Main-Methode implementieren. Und ich habe eine gute Nachricht, die ist nicht mehr kompliziert. Was macht diese Main-Methode? Die nimmt, wie ihr seht, hier ein paar Flags entgegen, Kommandozeilenparameter. Dann definiert sie hier einen Logger, ja, da verwendet sie einen Logger direkt aus dem GoKit und hier sieht man dann schon, was der GoKit kann. Da gibt es eben Logger, die sind kompatibel zu verschiedenen Logging-Systemen. Gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Und dann wird es interessant. Jetzt kommt konzeptionell das, was ihr verstehen müsst. Hier, an dieser Stelle, da jetzt, bauen wir tatsächlich das Service zusammen. Auf unterster Ebene arbeitet unsere Geschäftslogik, die wir über die Factory-Methode New Customer Repository erhalten. Und dann umschließen wir diese Geschäftslogik mit der Logging-Middleware, die aber selbst das Interface Customer Service implementiert. Also hier könnten wir jetzt beliebig viele weitere Cross-Cutting-Concerns hinzufügen. Irgendwas mit Security, irgendwas mit Telemetrie, irgendwas mit Logging, was immer wir wollen und was immer wir brauchen. Dann, wenn wir diese Zwiebelschichten aus den Services drinnen haben, gehen wir jetzt her und sagen, ja, wir würden gerne an dieser Stelle das HTTP-Protokoll implementieren. Und wir gehen zur Transportschicht und die Transportschicht wird dann sich verbinden mit der Service Layer, die wir ganz unten haben. Und selbstverständlich könnten wir an dieser Stelle hier jetzt weitere Transportschichten auf die gleiche Business-Logik draufsetzen und dadurch gRPC und eine RESTful Web API implementieren, egal wie wir es brauchen.
Das HTTP von oben ist genau das HTTP, das wir bereits aus dem Standard Go kennen. Da ist nichts Besonderes drinnen. Daher können wir ganz normal den Webserver starten, indem wir auf diesen HTTP-Händler zugreifen, der dann die Kontrolle weitergibt an die Transportschicht vom GoKit, die es weitergibt an die Endpoints, die es weitergibt an die, in meinem Fall, Logging-Middleware, die es weitergibt an die Business-Logging-Schicht. Und jetzt sollten wir möglicherweise, hoffentlich, eine Lösung haben, die auch tatsächlich funktioniert. Lasst mich das noch kurz ausprobieren und zeigen, dass das wirklich funktioniert. Und dann haben wir noch etwas Zeit, um darüber zu diskutieren und darüber zu reden, ob das Ding Sinn macht, wo die Vorteile sind, wo die Nachteile sind, was ihr davon zu halten habt. So, starten wir das Ding mal. Go run. Und dann nehmen wir http.adr, glaube ich, habe ich das hier genannt, korrekt, lasst mich schauen, jawohl, http address, und wir haben ja gesehen, irgendwas hat es mit meinem Port 4000, oh, sorry, da gibt es jetzt mehrere Go-Files, wir wollen das main.go starten, und natürlich brauchen wir einen Doppelpunkt hier. So, jetzt habe ich es hoffentlich geschafft, super, und dann machen wir demo.http. Und da habe ich natürlich ein paar Requests vorbereitet. Klar. Und jetzt wird spannend. Trommelwirbel. Juhu. Funktioniert. Das ist jetzt unsere Web-API, die jetzt nicht mehr in unserem eigenen Webserver läuft, sondern diese Web-API läuft jetzt in GoKit. Wir können hier einen Kunden hinzufügen. Er verhält sich genauso wie vorher. Und seht ihr da unten diese verschiedenen Ausgaben? Das ist jetzt Ausgabe, die aus unserer Middleware kommt. Das ist die Middleware, die wir rund um unsere Business-Logik gelegt haben und die das Cross-Cutting-Concern-Logging implementiert. Ja, dann können wir herausfinden, das funktioniert eigentlich alles genauso, wie wir es erwarten. Hier, ganz genauso. Wir können noch was hinzufügen, wir können es löschen. All das, was wir vorher wollten, das funktioniert wunderbar. Ich habe es auch im Vorfeld getestet, es funktioniert wirklich genauso, wie wir es erwarten würden. Vergleicht man jetzt den Code, den wir schreiben mussten mit GoKit, im Vergleich zu dem Code, den wir im ersten Block am Nachmittag geschrieben haben, dann ist der vielleicht auf den ersten Blick deutlich komplexer. Im ersten Block heute am Nachmittag mussten wir diese ganze Endpoint-Schicht nicht implementieren. Ja? Wir hatten aber auch nicht die Flexibilität, die uns diese Endpoint-Schicht gibt. So. Meine Demo mit meinen ganzen GoKit und so weiter ist damit durch. Jetzt seid ihr an der Reihe, Fragen zu stellen. Und wiederum stelle ich euch die gleiche Frage wie auch schon vorher. Was überrascht euch davon? Positiv oder negativ? Ich hoffe, die Tatsache, dass es jetzt keine Fragen mehr gibt, zeugt nicht davon, dass ihr jetzt komplett verwirrt seid, sondern ist ein gutes Zeichen, dass ich halbwegs nachvollziehbar erklären konnte, was Web-APIs, was GoKit und Ähnliches tun. Und ich möchte jetzt kurz vielleicht mir die Zeit nehmen, denn die Zeit fliegt, es ist schon 16:45, um ein wenig zu rekapitulieren, zusammenzufassen, was wir getan haben und euch auch einzuladen. Falls ihr heute noch Lust habt, könnt ihr diese Übung dann noch machen oder auch im Nachgang, wie ihr möchtet, die letzte Übung anzugehen. Das werden wir heute nicht mehr abwarten. Das Konzept ist, dass ich euch eine Übung am Schluss noch gebe, die ihr nehmen könnt, um das Gezeigte einfach nochmal nachzuvollziehen. Aber bevor wir das Ganze machen, schauen wir nochmal darauf, was ich euch versprochen habe und was wir gemacht haben. Ziel war es, dass wir auf Basis von vorhandenen Kenntnissen in Java, C# oder TypeScript aufbauen und ein wenig was über die Tools und die Syntax der Sprache kennenlernen. Das war unser Programm am Vormittag. Ich habe euch am Vormittag auch gezeigt, wie man Go in Docker-Container reinpackt und wie klein und effizient das Ganze wird. Und wir haben gezeigt durch From Scratch, dass Go eine Besonderheit hat, nämlich Zero Dependencies, wenn man es nicht will. Wir haben dann uns dem Thema Microservices zugewandt und ohne Framework eine HTTP-basierende Web-API erstellt und Schritt für Schritt verbessert. Diesen Schritt habe ich übersprungen, den habe ich in der Früh schon gemacht. Wir haben darüber gesprochen, was auf eine vollwertige Microservice-Infrastruktur fehlt.
Und dann haben wir uns GoKit genauer angesehen, versuchen GoKit einzuordnen in die Vielzahl an Frameworks für verteilte Systeme und haben unser Microservice, das wir im Vorfeld als HTTP-basierende Web-API erstellt haben, in GoKit übersiedelt. Ja, und das jetzt in der Cloud zu hosten, sorry, das habe ich jetzt nicht mehr mit reingenommen. Ich denke, das ist klar. Ein Docker-Image bauen und das Docker-Image zu starten, sollte jetzt wirklich keine große Sache mehr sein. Damit bin ich mit meinem roten Faden am Ende und möchte hier an dieser Stelle noch unser letztes Beispiel zeigen. Der Gedanke wäre, dass ihr Go übt, indem ihr in der Übung 3 diese To-Do-List-API implementiert. Das haben wir am Ende des letzten Blocks noch durchgesprochen. Und in der Übung 4 wäre die Idee, dass ihr diese To-Do-List-API anschließend in GoKit umsetzt. Ja. Und hier haben wir wieder verschiedene Levels. Geschäftslogik, klar. Endpoint und Transport für eine einzelne Methode. Anschließend alle weiteren Operationen hinzufügen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Boilerplate man wirklich schreiben muss. Und dann schlussendlich eine Middleware hinzufügen. Das ist natürlich in Analogie zu dem gestaltet, was wir gemacht haben mit unserem Customer Service. Und wem dann noch langweilig ist, der packt das Ganze anhand meines Muster-Docker-Files in eine API und lässt das Ganze in einer Cloud laufen. Das wäre meine Einladung an euch. Solltet ihr noch üben wollen, dann wäre das eine Möglichkeit, wie ihr weiter üben könnt. Ich bin damit am Ende meines Programms und stehe aber gerne noch für eure Fragen zur Verfügung. Falls ich etwas schlecht erklärt habe oder falls ihr noch mit konkreten Fragen in diesem Workshop gegangen seid, die ich bisher noch nicht beantworten konnte. Ist das der Fall? Das freut mich. Von anderer Seite noch Fragen? Wenn deine Frage sich auf die Sprache konzentriert, also auf die Sprache, wenn du einfach Geschäftslogik implementieren möchtest, dann ist die Lernkurve sehr flach. Go ist, wie gesagt, keine komplizierte Sprache. Mit dem heutigen Vormittag habt ihr einen Gutteil des Wissens über die Sprache Go erarbeitet. Da muss man halt ein wenig üben. In der Base Class Library muss man sich ein wenig zurechtfinden, aber das ist nichts Komplexes. Google ist da der beste Freund. Go by Example ist eine super Quelle. Das hat man binnen Tagen, wenn man hier übt, im Griff. Wie bei vielen modernen Entwicklungsplattformen wie Node.js und C#, ist die Lernkurve wesentlich steiler, wenn es um komplexe Frameworks geht. Und da ist wahrscheinlich die Lernkurve... Da ist die Lernkurve insofern steil, weil es in Go so viele Varianten für Frameworks und Libraries gibt. Das heißt, man wird einige Zeit verbrauchen, um in Reddit und in Twitter und in diversesten GitHub-Repositories sich umzusehen, um die richtige Zusammenstellung von Frameworks zu finden für die Lösung der eigenen Probleme. Und hier empfehle ich immer, wenn ihr mit was Einfachem anfangen wollt, dann sucht nicht als erstes sofort irgendein Framework, das eure Probleme löst, sondern startet mal mit der Base Class Library und haltet die Dinge wirklich einfach, so wie wir es eben am Nachmittag gemacht haben. Da ist die Lernkurve überhaupt nicht schlimm. Und wenn ihr dann im Laufe der Zeit draufkommt, welche Probleme ihr habt, wo ihr euch denkt, hey, dieses Problem muss ja jeder haben, der diese Web-API in dieser Form zum Beispiel hosten möchte, naja, dann begebt euch auf Suche nach entsprechenden Möglichkeiten und dann verwendet zum Beispiel die Seite, die ich euch gezeigt habe, um einen raschen Überblick zu bekommen, welche möglichen Frameworks es gibt. Ja, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass man die mal durchklickt und mal schaut, was sind denn die am weitest verbreitete, was verwenden viele Leute, wo ist was los auf Reddit, auf GitHub, und dann muss man wohl oder übel sich die Zeit nehmen, diese Dinge anzusehen und sich zu entscheiden. Da kann einem niemanden diese Arbeit abnehmen. War das die Antwort, die du gerne haben wolltest, oder wolltest du konkrete Zahlen wissen? Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, wenn es an dieser Stelle keine Fragen mehr gibt, schließen wir unseren heutigen Workshop. Wir sind
10 Minuten vor der Zeit. Ich denke, das ist gutes Zeitmanagement. Zeitmanagement ist mir immer ganz wichtig bei diesen Workshops. Ich hoffe, es war ein gut investierter Tag für euch. Die Unterlagen habt ihr auf GitHub, einfach klonen. Die entsprechenden Links sind im Meeting-Chat unseres Team-Meetings drinnen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch über Twitter oder LinkedIn oder wie auch immer mit mir verknüpft. Sollte es im Anschluss an das Training irgendwelche Fragen geben, dann könnt ihr mich sehr gerne über diese sozialen Netzwerke kontaktieren. Und wie gesagt, ich habe den Workshop aufgezeichnet. In den nächsten Tagen wird ohne große Schnittarbeit dieser Workshop auf YouTube landen. Ich schneide alles raus, wo ihr etwas gesagt habt. Es sind im Teams-Meeting alle Namen verpixelt. Es kann höchstens mal da oder dort ein Vorname erscheinen, das andere ist nicht. Aber ihr seid nicht drinnen in diesem Recording, aber ich hoffe trotzdem, dass das Recording, sollte die erst in ein paar Wochen dazukommen, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, nochmal eine hilfreiche Grundlage ist für den Einstieg in Go. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr die Magdeburger Developer Days mit eurer Teilnahme unterstützt habt. Und in dem Sinn wünsche ich noch einen wunderschönen Abend und viel Erfolg mit Go.